herzlich willkommen zum kleinen Gruß aus dem Dornröschenwolle-Atelier in Nienburg an der Weser. Hier entstehen all die schönen Handfärbungen, die du im Dornröschenwolle-Online-Shop bestellen kannst und ich schicke sie dir dann in einem Paket direkt zu dir nach Hause. Hallihallo und herzlich willkommen zur Garnvorstellung am Mittwoch. Das ist hier das Dornröschenwolle-Atelier und ich bin Christine und betreibe den Dornröschenwolle-Online-Shop www.dornröschenwolle.de und es hat sich so eingebürgert, dass es immer mittwochs, also es ist eigentlich schon Tradition, dass es hier immer mittwochs eine Garnvorstellung gibt und auf das vorgestellte Garn, von dem ich ein bisschen rumschwärmen darf hier, bekommst du 5% Rabatt mit dem Code, der unter diesem Video steht. Diesen Rabattcode, den teile ich auch im Newsletter. Also wenn du magst, melde dich zum Newsletter an oder abonniere einfach diesen Kanal. Dann weißt du, immer mittwochs bis 23.59 Uhr bekommst du 5% Rabatt auf ein ausgewähltes Garn aus dem Dornröschenwolle-Sortiment. Die meisten Garne hier sind handgefärbt, aber es gibt auch richtig gute, wunderbar sorgfältig ausgewählte Garne, die nicht handgefärbt sind. Die von Rosy Green Wool zum Beispiel. Und am Freitag wird es noch ein ganz neues Garn geben. Da kannst du schon mal gespannt drauf sein. Und wenn du den Kanal abonnierst, dann kannst du das Garngeplauder am Freitag gar nicht verpassen. Da gibt es immer so eine halbe Stunde ungefähr. Manchmal bin ich ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Aber eigentlich eher ein bisschen länger. Gibt es dann immer noch mal so ein bisschen mehr rund um Dornröschenwolle und aus meinem Leben teile ich ein bisschen was. Ja, ihr Lieben, jetzt, welches Garn ist es? Heute gibt es 5% Rabatt und ich zeige euch die From Grete with Love, kurz Grete. Das ist ein wunderbar natürliches Garn und das ist ein Streichgarn. Das heißt, da sind noch alle Fasern so miteinander versponnen, anders als beim Kanban, da wird es ganz glatt gekämmt. Und hier sind einfach die Löckchen noch so mit drin und das merkt man auch. Das heißt, das Garn ist voluminöser, das ist viel, viel leichter als Kammgarne. Und auch dein Strickstück daraus ist einfach leichter. Das Coole daran ist, du brauchst also ungefähr 400 Gramm für einen Pullover. Ich habe auch für einen Pullover für meinen Sohn und der ist ein bisschen größer als ich. Ich zeige euch am Ende des Videos ein Foto von ihm in dem Pullover. Also bleib halt einfach dran, wenn dich das interessiert. Also ich habe ihm einen ganz einfachen Raglan-Pullover gestrickt, so wie er sich den gewünscht hat. Und er war sehr, sehr erstaunt, wie leicht der ist und wie warm der ist und wie angenehm der zu tragen ist. Und das macht mich natürlich total froh, weil er in Österreich studiert und ich ja hier in Norddeutschland bin. Und also er war nicht hier und hat irgendwelche Garne fühlen können und musste sich jetzt darauf verlassen, dass ich sagte, ja, okay, das ist ein tolles Garn für so einen Pullover, wie du ihn dir vorstellst. Also er wollte einen Pullover haben, der nicht zu schwer ist und den er gut beim Skifahren so unterziehen kann. Und den man aber auch einfach so als Pullover anziehen kann, wenn man zum Beispiel, also er war jetzt in Norwegen wandern oder arbeiten und dann auch wandern im Sommer. Und dafür ist auch dieser Pullover ganz wunderbar geeignet. Also wenn du so einen schönen, richtig schönen Wollpullover stricken möchtest, dann ist das ein tolles Garn, ein ganz, ganz ehrliches Garn. Und dieses Garn gibt es in 4 verschiedenen Naturtönen, die ich dir einfach nur kurz zeige. Und dann kannst du im Shop stöbern gehen und gucken, welcher Naturton oder welcher Ton dir gut gefällt. Also du siehst den Unterschied, ne? Das ist dunkler als das und das ist die Natur, das ist ganz hell und es gibt noch einen noch dunkleren. Das sind die 4 verschiedenen Naturtöne. Und da kannst du mal stöbern gehen im Dornröschenwolle-Shop und gucken, welcher passt. Ich habe diesen Naturton genommen jeweils bei meinen Pullovern. Ich habe ja noch so ein Blueberry-Sweater für mich draus gestrickt und habe dann also diesen Naturton, einen davon kombiniert mit einem bunten Strang. Du kannst natürlich auch komplett farbig stricken. Die sind nicht ganz einfarbig gefärbt, sondern so semi-solid. Und ich habe neue Farben jetzt gerade im Shop. Also verschiedene Grüntöne gibt es. Es gibt verschiedene Blautöne. Auch da geh einfach mal stöbern und guck mal, was dir gut gefällt. Auch so ein dunkles Blau, so ganz dunkel, fast wie mein Kleid. Also fast verschwindet es. Richtig, richtig schön. Braunton, Orange. Ja, so sieht's aus. Noch so ein schönes Gelb, was auch zu dem Orange gut passt. Also ja, geh einfach mal stöbern, such's dir aus
Und bestellst dir gerade heute an diesem Mittwoch, bekommst du es 5% günstiger. Wie gesagt, der Code steht unter dem Video oder aber im Newsletter. Also auch mittwochs gibt es immer so ein Garn-Vorstellungs-Newsletter. Da ist der Code dann auch nochmal, wenn du es lieber schriftlich haben möchtest, melde dich zum Newsletter an. Der Anmeldung für den Newsletter steht auch unter dem Video. Also von daher kannst du einfach unter das Video klicken und da findest du ganz, ganz viele wunderbare Informationen. Abonnier den Kanal, dann kannst du nichts verpassen. Und ich freue mich, also wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche natürlich und viel Spaß beim Bestellen. Ich schicke dir das sehr gerne und ich freue mich darauf. Ach so, vielleicht erzähle ich noch, dass ich es mit einer 3,5er Nadel stricke. Das Garn. Also 3,5er Nadel hat gut funktioniert für mich. Schau einfach, welche für dich gut ist. Ich mache mal eine Maschenprobe und gucke, wo mir das Maschenbild am besten gefällt. Ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Genieß sie sehr. Mach das, was dir Spaß macht, was dir gut tut, was dir, ja, was dir entspricht. So viel es davon geht. Und wir hören uns am Freitag im Garngeplauder. Da gibt es immer so eine halbe Stunde Roundabout. Eine halbe Stunde von Dornröschenwolle. Genau. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und sage ciao. Und jetzt kommt noch das Foto von dem Pullover und meinem Sohn in dem Pullover, damit du es besser sehen kannst. Hab einfach eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Deine Christine. Ja, das ist mein Sohn und der Pullover und ich habe knapp 400 Gramm gebraucht für diesen Pullover. 3 Stränge in der Farbe Natur und einen blauen als Kontrast. Er hat sich die Farben so gewünscht und ich finde einfach, das ist ganz, ganz schön geworden. Er trägt den Pulli wirklich sehr, sehr gern. Der ist leicht und wunderbar drunter zu ziehen oder auch drüber zu ziehen. Ja, also wenn du magst, geh mal stöbern im Dornröschenwolle-Shop.